Leineherz 106,5. Frischer Sound für die Region Hannover. Hier sind wieder Kevin, Tim und Robin vom Radioteam der Leibniz-Schule Hannover. Heute in der zweiten Tigers Radio Show widmen wir uns der Faszination des IBCs und haben auch einen Studiogast bei uns. Leineherz 106,5. Frischer Sound für die Region Hannover. Wie eben erwähnt, haben wir heute unsere zweite Tigers Radio Show mit dem Thema Faszination UBC. Zu Gast heute Christian Maric. Ein ehemaliger UBC-Spieler, der nun zur Fan-Elite gehört. Wir werden ihm nun einige Bonging. Fragen bezüglich des UBCs stellen. Leineherz 106,5, frischer Sound für die Region Hannover. Heute mit dem Radio der UBC Tigers und mit unserem speziellen Radiogast, dem Christian. Wir wollten heute ein bisschen über die UBC Tigers wieder sprechen, über den Zauber der UBC Tigers, ein paar persönliche Dinge über den Christian. Und damit wollte ich jetzt auch eigentlich beginnen sozusagen mit dem Themenblock der persönlichen Dinge, also was dich so persönlich hervorhebt. Erstmal, seit wann kennst du die UBC Tigers und wie kam der Kontakt überhaupt zu dem Verein? Also eigentlich kenne ich den Verein schon, bevor er überhaupt entstanden hat, als die Idee überhaupt geboren worden ist von Max und Michael Goch und einigen anderen Kumpels, die dann auch den Verein gegründet haben. Ja, also im Endeffekt von Max und Michael Goch. Ah, cool. Also du bist Mitgründer von den UBC Tigers im Grunde. Ja, so, ich habe die Knochen hingehalten, aber so der offizielle Mitglied bin ich nicht von den 7 Leuten, die man braucht, um einen Verein zu gründen. Aber ist auch cool, wenn man dann gleich bei der Historie mit das alles gesehen hat und jetzt den Aufstieg, die 7 Jahre, die ja vollkommen krass waren, von 2002 auf 2010, jetzt mittlerweile mit dem Ansturm, dieses Erklimmen der Stufen, immer weiter in die höheren Ligen. Einfach wunderbar. Auf jeden Fall, ja. Ja, wie lange hast du selbst für die UBC Tigers gespielt? Ja, wie gesagt schon, ich habe das erste Spiel verpasst, weil ich irgendwie in Dortmund arbeiten musste 2002. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, so ziemlich alle Spiele bis jetzt mitgenommen, bis zu dieser Saison. Alle Spiele, das heißt, angefangen bei den UBC Tigers, wie du eben gerade gesagt hast, und du hast alle Spiele bis jetzt schon fast mitbekommen, bis für dieses eine. Genau, also ich war ein Jahr verletzt, hatte irgendwie Kreuzbandriss, da konnte ich natürlich nicht spielen. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe vielleicht eine Handvoll Spiele, die ich verpasst habe in den Jahren. Ach, cool. Dann hast du wirklich alles miterlebt und kannst sozusagen den Zauber nachher von den UBC Tigers auch nochmal genauer erklären. Ja, der Zauber ist nicht nur der Zauber, das ist, glaube ich, eher eine harte Arbeit, die dahinter steckt. Okay. Welches waren denn deine persönlichen Highlights zum Verein? Ach, ich glaube, wenn man innerhalb von 7 Jahren so weit nach oben kommt, kann eigentlich nur die Highlights, nur die Aufstiege sein. Natürlich gab es da immer wieder Spiele, die anders waren als andere, mit mehr Highlights, mit glücklichen Siegen oder auch ganz doofen Niederlagen, so, aber natürlich sind diese 7 Aufstiege, die ich auch miterlebt habe, auch natürlich das Highlight für mich. Ja, klar. Du bist jetzt schon seit längerem du bist jetzt kein Spieler mehr, sagen wir so. Und wie nah stehst du dem Verein jetzt noch? Ja, also ich habe noch, Anfang dieser Saison habe ich noch mittrainiert, weil ich es eigentlich nochmal wissen wollte dieses Jahr. Da ich aber nicht mehr in so einem jungen Alter bin, wo ich jeden Tag, ich meine, die Jungs sind 5 Tage die Woche in der Halle. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, bin selbstständig. So irgendwann beißt sich das Ganze. Wo natürlich der erste Punkt, wieso ich nicht mehr mitmache, schon mein Körper ist. Also es geht halt einfach nicht mehr. Ja, schade drum eigentlich. Es hört sich so an, als wärst du ein richtiger aktiver Fan schon gewesen. Du warst ja mit bei der Gründung dabei, hast deine Knochen, wie du gesagt hast, hingehalten. Jetzt ist es auch schade, wenn du nicht mehr mitmachen kannst. Ja, so ein bisschen geht noch. Also ich spiele noch in der zweiten Herren noch ein bisschen mit. Einmal die Woche mit den Jungs ein bisschen in der Halle treffen. Ein Spiel die Woche höchstens. Ja, cool. Dafür reicht's noch. Und die Verbindung zu den Tigers hältst du dann sozusagen über die zweite Mannschaft dann? Ja, nicht nur. Also Michael Goch ist einer meiner besten Freunde und natürlich gibt es da sehr viele Verbindungen, die nicht nur im Laufe der UBC-Zeit irgendwie zusammengewachsen sind, sondern das ist ein Haufen Leute, die irgendwie schon sich seit 15, 20 Jahren kennen. Und Basketball Hannover ist eigentlich auch nicht so groß, dass man sich auf den Weg laufen kann. Und wenn man sich auch noch lieb hat, dann hockt man halt aufeinander die Jahre. Ja, klasse. Danke für die erste Einschätzung hier von dir, wie du so deine Verbindung zum Verein hast.
Wunderbar. Jetzt wollen wir gleich weiter in dem Themenblock sozusagen von dem Zauber, von den UBC Tigers und dem Verein an sich erstmal eintreten. Wunderbar! Leine Herz 106,5, frischer Sound für die Region Hannover. Heute mit dem UBC Tigers Radio wieder. Wir haben unseren Studiogast, den Christian hier. Und wir haben vorhin über ihn so ein bisschen persönliche Sachen gesprochen. Und jetzt wollten wir so ein bisschen über den UBC Tigers Club sprechen. Also sowas wie, was der Zauber der UBC Tigers ist und was die UBC Tigers überhaupt alles geleistet haben. Dazu gehört erstmal der unglaubliche Aufstieg von 2002, wo ihr in der Bezirksliga angefangen habt und dann schlussendlich in der zweiten Bundesliga gelandet seid. Das ist ein unglaublicher Anstieg. Wie erklärt sich das? Also die ersten 5 Jahre waren tatsächlich beinharte Arbeit. Also beinhart auch echt wörtlich gemeint. Sehr viele Spiele gegen sehr unlustige Gegner, die einfach ein bisschen schlechter waren als wir. Und da war dieser Durchmarsch vorprogrammiert so. Obwohl es natürlich in den ersten Jahren schon die Jungs ein bisschen ausgelacht haben, als wir diesen ganzen Plan auf den Tisch gelegt haben, dass wir auch noch vor der Vereinsgründung irgendwie gleich sagen, wir spielen 2011 in der ersten Liga. Da, genau wie du, kriegen die Leute natürlich ein Lächeln gleich auf den Lippen. Aber so nach dem 4., 5. Jahr war das doch alles ein bisschen anders. Dann kamen die Jungs in die Halle, die uns vorher ausgelacht haben und haben für uns mitgefiebert. Fand ich eine super Sache. Also sozusagen den Feind übernommen und zu sich selbst gemacht. Ja. Ja, zum Freund gemacht, genau. Ja, zum Freund gemacht, genau, ja. Den Zauber von den UBC Tigers. Also wir waren ja jetzt selbst, also wir hier alle aus dem Studio, das war Robin, Kevin, ich. Wir waren da bei dem UBC Tigers Spiel am 1. Februar jetzt und das Spiel war absolut geil. Also es haben leider die UBC Tigers verloren, aber die Stimmung war richtig genial. Und für uns kam sowas wie so ein bezauberndes Gefühl rüber, einfach weil wir begeistert waren von der Spieltechnik. Wie erklärst du dir sozusagen den Zauber der UBC Tigers? Was ist das für dich? Also in erster Linie ist für mich natürlich die Faszination überhaupt der Sport, ne? Also so einen schnellen, schönen Sport, wo sich die Entscheidungen so hintereinander reihen, so wo man zwischen Sieg und Niederlage echt so nah immer ist, dass es fast wehtut irgendwie. Also das ist für mich natürlich die erste Faszination. Und UBC hat einfach, um diesen Status, den sie jetzt überhaupt in der Stadt haben, zu erreichen, natürlich eine Menge investiert, eine Menge Arbeit. Ob das die Jungs sind, die Fans, die durch die Stadt gehen und Flyer verteilen, damit andere Leute noch zu den Spielen hingehen, wo die auch hingehen. Oder ob das die Spieler sind, die das auch die letzten Jahre gemacht haben. Irgendwelche Promotion-Aktionen in den Unis, am Kröpke, eigentlich in der ganzen Stadt. Also das Ganze hat einfach dazu gewirkt, dass die Leute uns gerne besucht haben. Und als die schon in der Halle haben, dann hatten wir die meisten schon in der Tasche, weil die ganze Mannschaft schon eigentlich mit Herz spielt. Natürlich hat jeder seine schlechten Tage so, aber ich glaube, wenn das ganze Team immer 100% gibt, geht der Funke auch an die Zuschauer rüber. Und wenn man das einmal miterlebt hat und dann am besten noch beim ersten Mal einen Sieg miterlebt hat, was früher eigentlich immer grundsätzlich der Fall war, dann kommt man immer wieder in die Halle. Ja, also als wir da in der Halle waren, hat sich das Gefühl übermittelt, als wäre das so eine riesige Familie dort. Hm. Wir hatten ja den Tiger dort auf der Spielfläche, die ganzen Cheerleader, die aus dem Amerikanischen sozusagen rüberkamen und auch die ganze Ovation drumherum. Es war absolut genial, der Sound und alles. War überwältigend für uns. Das ist schön. Haben wir auch ein paar Aufnahmen gemacht, die wir nachher zeigen werden. Oder für die Zuhörer nochmal, ja, auch zeigen werden. Für mich würde mich jetzt nochmal interessieren, oder ich denke mal für alle anderen auch, kannst du irgendwas Spezielles zu den UBC Tigers erzählen? Irgendeine Anekdote, irgendwas, was dir einfällt, Lustiges, irgendwas zu den UBC Tigers einfach? Da gibt es natürlich viele Geschichten und ich würde sagen, 99% der Geschichten sollten auch in der Schublade bleiben, weil das weil die meisten Sachen zwischen 10 bis 15 Jungs im Bus oder in der Dusche oder in der Halle passiert sind. Es wäre wahrscheinlich nicht für die breite Öffentlichkeit gemeint, aber der ganze Spaß hätte natürlich am Anfang, also gleich das erste Spiel, wo 2, 3 Jungs von uns auch gefehlt haben, hätte gleich in die Hose gehen können, weil wir tatsächlich in der letzten Sekunde, hat Konrad Lagemann, der heute irgendwie im Management-Bereich zu tun hat, im ersten Spiel waren noch, glaube ich, 2 Sekunden zu spielen und wir lagen einen Punkt zurück, dann hat er noch Freiwürfe gekriegt und dann hat er alle beide reingeschmissen und wir haben doch das erste Spiel glücklich gewonnen. Das kann man sich dann nachher gar nicht
so wirklich vorstellen, weil wir die nächsten, glaube ich, 84 Spiele am Stück gewonnen haben. Und ja, es hätte alles in die Hose gehen können von Anfang an. Ja, das ist schon krass, auch für die Fans danach, wenn sie sozusagen sowas, so eine Show richtig geliefert bekommen, letzten 2 Sekunden, 2 Freiwürfe, die sie reinmacht und dann sind ja jeweils nur ein Freiwurf, ein Punkt, den er kriegt und dann 2 rein, um den letzten rettenden Punkt zu bekommen. Apropos Fans, als wir dort in der Halle waren, kann man sagen, da waren ja normale Fans wie wir und da waren unten auch die Ultras, kann man schon sagen, von UBC Tennis. Ja, worin unterscheiden die sich? Also die nennen sich ja, oder die hören das nicht mehr gerne, wenn man die Ultras nennt, weil das einfach eine komische Fanrichtung ist, die sich so in der Allgemeinheit, so, also was man sich darunter vorstellt. So. Aber die sind tatsächlich von der Einstellung her, sind die schon Ultras. Also wenn die schon, ich würde sagen, seit 5 Jahren oder seit 4,5 Jahren zu jedem Spiel hinkommen und Sonntag nicht mehr sprechen können, weil sie da nur geschrien haben und dann sind das schon Ultra-Fans. Der Begriff ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ja, aber also der Ultra-Fan-Begriff, der ist ja schon eher sowas, was man sagt, so aber aggressiv. Genau. Und das sind sie eben nicht. Nee, die sind eher freundlich. Da gibt es auch verschiedene Gruppierungen, ob das die Linkstribüne ist oder die blaue Bandage oder einfach der Rest der ganzen, ich nenne die jetzt mal Spinner, die immer an der Seite stehen und die mit den Fahnen wehen und eigentlich immer alles geben. Ja, klasse. Wir waren ja schon, wie ich gesagt habe, am 1.2. dort beim UFC Tigers Spiel. Ja, du hast uns gerade das Statement dazu gegeben, sozusagen zum Verein, zur Stimmung dort, was genau dort passiert ist. Ja, wir haben ein paar Fans gefragt und die Statements von denen geben wir euch jetzt. Also, komm mal mit, UBC, das war damals in der Unihalle. Eintritt war damals 2 Euro. Und die Stimmung dort ist hiermit gar nicht zu vergleichen. Und wer da eigentlich einmal war, der kommt eigentlich immer wieder. Er hat es gesagt, was kam zuvor in meinen Kopf, ist, dass wir von Anfang an, wir haben angefangen in Stadtliga. Und jetzt ist zweite Bundesliga, ein Schritt nach erster Liga. Und ja, Mann, und 7 Jahre, das ist, you know, it's unbelievable, unglaublich. Man sieht eigentlich, wie das hier wächst. Die Halle ist heute fast voll. Das ist eigentlich ziemlich geil hier.